Jeder hat zu Hause irgendwie Kram rumliegen, den er nicht braucht. Und deswegen geht's heute um die besten Tipps, wie man bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Mal sagen, meine lieben Freunde, los geht's. Ob es jetzt Smartphones sind oder solche Figuren hier, alles Mögliche kann man bei eBay Kleinanzeigen eigentlich reinstellen. Das Ganze ist sehr praktisch, ist da ein bisschen regional, aber eigentlich bekommt man dort, ohne jetzt extrem Aufwand zu leisten, bisschen Kohle raus. Ein großer Vorteil von eBay Kleinanzeigen gegenüber den normalen eBay ist, dass man dort keine Provision zahlen muss. Als ich das erste Mal auf eBay Kleinanzeigen unterwegs war, habe ich einfach geschaut, wie machen das die anderen. Die meisten machen es nicht besonders gut und habe es einfach nachgemacht. Und da sind einige Fehler bei passiert, die ich heutzutage nicht mehr machen würde. Damit ihr diese Fehler gar nicht erst macht, starte ich direkt einfach mal mit dem allerersten Tipp. Und das sind gute Fotos. Wenn man sich die Fotos anschaut auf eBay Kleinanzeigen, wird man sehr oft feststellen, dass dort sehr viele Fotos unterwegs sind, die unscharf sind. Fotos, die das Produkt nicht wirklich beschreiben, weil es vielleicht nur von einer Seite irgendwie abfotografiert wurde. Fotos, die überbelichtet sind und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es so ein paar einfache Regeln, mit denen man das schon wesentlich besser machen kann. Regel Nummer 1, man sollte einen Hintergrund haben, der wirklich neutral ist und wo auch nur dieses Produkt zu sehen ist. Ich habe zum Beispiel jetzt diesen Yoda hier, würde den gerne verkaufen, und wenn ich den jetzt zum Beispiel hier auf diesen Tisch hier hinstellen würde, so sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir zum Beispiel hier diese Vase, die ist natürlich erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, irreführend. Man weiß natürlich nicht, ist die Vase vielleicht noch mit dabei. Und der Tisch ist halt so ein bisschen zwar schön, aber trotzdem nicht wirklich neutral. Deswegen ist zu empfehlen, zum Beispiel so eine Fotobox hier zu kaufen. Da kann man das wunderbar reinstellen und man hat wirklich einen komplett neutralen Hintergrund. Alternativ könnt ihr allerdings auch einfach beim Bastelshop zum Beispiel so einen ganz weißen Block kaufen, den einfach anwinkeln und darauf dann fotografieren. Das ist auf jeden Fall wesentlich günstiger und es funktioniert auch total prima. Zweiter Tipp für Fotos sind solche Lichter hier oder hier, so welche Softboxen. Die kosten tatsächlich nicht so viel. Das sind eigentlich, das ist viel günstiger als man denkt. Da kriegt man schon für 20, 30 Euro hat man so ein Ding. Und wenn man jetzt regelmäßig verkauft, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Dann kriegt man nämlich das Produkt auch ordentlich beleuchtet. Entweder so ein Gerät hier, wenn ihr das da habt, oder ihr stellt euer Smartphone so still hin und auf der richtigen Höhe, so dass ihr es nicht verwackelt. Wenn ihr es in der Hand habt, dann gibt es meistens so Wackler und das sieht dann am Ende nicht so toll aus. Und für die weiteren Tipps sollten wir mal Richtung PC gehen, Freunde. Ein sehr wichtiger Punkt, damit man auch eine ordentliche Antwort hat auf die Frage, was ist der letzte Preis? Die Preisfindung. Deswegen sollte man einfach erstmal selber wissen, was ist denn mein Gerät wert und was kann ich denn wirklich realistisch verlangen? Wo bekomme ich dann wirklich mal einen Abnehmer dafür? Dafür gehen wir nicht auf eBay Kleinanzeigen, sondern auf ebay.de. Da kann man dann herausfinden, was ist wirklich ein realistischer Preis, wie viel kann ich wirklich für mein Produkt verlangen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Produkt, was ich tatsächlich mal verkauft habe. Es gab jetzt beim Black Friday bei Saturn und Mediamarkt die Xbox Digital Edition für 99 Euro. Die haben wir nach dem Black Friday dann weiterverkauft. Und dafür haben wir erstmal geschaut, ja, wie viel können wir denn jetzt dafür nehmen? Dafür einmal wirklich genau das Produkt, was man dann verkaufen will, bei eBay eingeben. Microsoft Xbox One S, 1 TB All Digital Edition. Da waren noch diese drei Spiele mit dabei, aber okay. Das wollen wir jetzt nicht noch zusätzlich spezifizieren, aber das passt dann schon mal. Jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit hier auf die linke Sparte. Hier muss man nämlich jetzt ein paar Sachen anklicken. Als erstes würde ich auf jeden Fall auf Sofortkauf gehen, dann auf den Artikel Zustand natürlich. Jetzt bei uns war das zum Beispiel neu. Und dann geht ihr hier auf beendete Angebote und verkaufte Artikel. Jetzt habt ihr hier das so gefiltert, dass euch Angebote angezeigt werden, die tatsächlich auch so gekauft worden sind. Wir haben also zum Beispiel hier heute eine Xbox gehabt für 129,99 Euro oder hier tatsächlich sogar eine für 164,82 Euro, eine für 120, 147,17 Euro. Also wirklich schon ordentliche Preise dafür, dass wir zum Beispiel unser Ding für 99 Euro gekauft haben. Und wenn ihr euch viele von diesen beendeten Angeboten anschaut, dann habt ihr auf jeden Fall schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was ordentlich ist und was
vielleicht ein bisschen übertriebener Preis ist. Wie wird die Anzeige perfekt gestellt? Hier darf man auf jeden Fall eine Sache nicht vergessen. Die meisten Leute nutzen eBay Kleinanzeigen vom Smartphone aus. Das heißt, hier wirklich allergrößte Regel, nicht zu viel schreiben und es wirklich übersichtlich machen. Fangen wir beim Artikel an. Hier natürlich erstmal ganz klar einfach die absolute Artikelbeschreibung reinballern, sodass die Leute auch genau wissen, worum es geht. Was auf jeden Fall hilft, sind Emojis, wie zum Beispiel hier so ein grüner Haken für neu, damit es einfach schnell die Aufmerksamkeit der Kunden erweckt. Der zweite wichtige Punkt ist, in der Beschreibung kurz und knackig bleiben. Das heißt, einerseits natürlich die allerwichtigsten Details mit reinpacken, technische Details zum Beispiel bei Smartphones, ansonsten irgendwie Hintergrundinformationen zu diesem Produkt, die dann wirklich den Kunden ancatchen. Hier zum Beispiel haben wir hier kostenlosen Versand, zum Beispiel immer eine interessante Sache, um die Leute nochmal ranzuziehen, noch nie benutzt und hier zum Beispiel haben wir ein relativ einfaches Objektiv. Hier hatten wir eine Gratis-Zugabe, die war dann mit dabei. Kostenloser Versand. Und das ist halt noch nie benutzt worden, dass es wirklich niegelnagelneu ist. Die Sache ist aber auch, eine Anzeige ist jetzt kein Testartikel. Ihr sollt jetzt einfach wirklich nur die wichtigsten Sachen mit reinschreiben. Wer jetzt wirklich irgendwie ganz tiefe Informationen haben will, der wird sich schon auf anderen Seiten darüber informieren. Außerdem quasi einfach die Faustregel, lieber Schlagwörter als Füllwörter. Also lieber wirklich die Sachen in die Artikel reinschreiben, die auch gesucht werden. Und natürlich, wenn ihr ein ganz neues Gerät habt und ihr habt eine Rechnung dazu, dann auf jeden Fall dazu schreiben. Das ist nämlich ganz oft einen riesen Pluspunkt. Ein paar einfache, aber dennoch sehr wichtige Tipps nochmal zum Ende. Die Uhrzeit beachten. Zwischen 18 und 22 Uhr sind die meisten Leute im Internet unterwegs und aktiv. Außerdem als Zahlungsmethode möglichst PayPal verwenden. Hier habt ihr einerseits den Käuferschutz, für die andere Seite, sage ich jetzt einfach mal. Und andererseits habt ihr natürlich direkt dann auch die Nachricht, dass das Geld eingegangen ist. Wenn natürlich der Käufer jetzt vorbeikommt, geht das natürlich auch bar. Und wenn der Käufer noch kein PayPal hat, dann kann man natürlich auch Freunde werben machen und dann kriegt ihr da 5 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, ja toll, ich kenne jetzt die ganzen Tipps, aber ich habe nichts zu verkaufen, gibt es auch einen ganz besonderen Trick. Ihr könnt nämlich bei eBay Kleinanzeigen nach zu verschenkenden Artikeln suchen, die abholen und die dann gewinnbringend verkaufen. Ist natürlich oft eine Herausforderung, aber ist auch machbar. Vielleicht machen wir demnächst auch dazu mal ein Video, ob das gut funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall. Kleiner heißer Tipp, so kann man auf jeden Fall sich ein bisschen Taschengeld hinzuverdienen. Ansonsten heißt es natürlich, man hat nie ausgelernt, deswegen einfach mal hier unten auf die Videobeschreibung gehen, da kann man nämlich noch einige Tipps nachlesen. Ja, und sich einfach immer weiter informieren, sich solche Videos angucken, Tipps reinholen von Freunden, von Bekannten, von Experten, alles mögliche. Und dann wird man zu einem perfekten eBay-Kleinanzeigen-Schnippchen-Verkäufer-König. Ansonsten, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann schönen Daumen nach oben da lassen. Hier ist noch ein schönes Video für euch. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut und tschaußen.